herzlich willkommen zu einem weiteren Golfvideo hier bei der Golf 123. Nach langer Zeit drehe ich mal wieder ein Video. Ja, ich musste jetzt schon mehrmals hin und her rennen, weil ich so viele Sachen vergessen habe. Aber das macht nichts. Ja, wir legen hier wieder am gleichen Loch wieder los, wo ich immer anfange. Ja, aber demnächst spielen wir auch mal andere Löcher, sonst wird das ja langweilig. Aber nach langer Zeit kann man ja wieder mal einen Golf machen. Wie ihr seht, ist es ziemlich herzlich geworden. Die ganzen Blätter sind gelb oder fast ab. Oder rot, was auch immer. Und dann sage ich mal, legen wir mal gleich los. Ich spiele alleine heute. Ja, alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß. Ein bisschen links, aber der liegt noch. Bis gleich. So Leute, jetzt kommt mein zweiter Schlag. Ja, dann legen wir gleich mal los. Ist ziemlich matschig heute oder generell jetzt. Hat ja ein bisschen geregnet. So. War rechts in den Busch rein. Boah, was habe ich denn da gemacht? Das war gar nichts. Jo Leute, ich habe meinen Ball gefunden, der lag hier. Ja, und jetzt kommt mein dritter. Ist natürlich nicht so eine tolle Lage, deswegen nehme ich jetzt nur ein 8er Eisen und versuche den vor dem Bunker mittig hinzulegen. Ja, und dann legen wir los. Wird eigentlich nicht so ein schwerer Schlag. Aber der Distanz ist nicht im Weg. Der war zwar ein bisschen rechts, aber der liegt trotzdem mal auf dem Fairway, das ist in Ordnung. Bis gleich, Leute. So, jetzt kommt mein vierter Schlag. Jetzt kommt mein fünfter Schlag hier auf den Par 5 und ich versuche jetzt natürlich das Par zu retten. Mal gucken, ob es uns gelingt. Ah, schade. Die Richtung hat gestimmt, aber leider die Länge nicht. Naja, eine 6 ist okay. Boogie, ein über. Schade. So, jetzt kommt hier an der 18. Mein erster Schlag. Ja, ich glaube, das Loch habe ich noch nie hier gezeigt im Video. Ja, Premiere. Die 18 hier. Wunderschön. Mit Herbstblättern oder mit dem Herbstwetter. Naja, so, legen wir mal los. Concentration, ne? Das hat mich nicht so beim Golf. Ruhe. Alles. So, legen wir mal los. Der war ein bisschen links, aber der ist durch, müsste er durch sein. Und ich denke mal, den finden wir. Alles klar, bis gleich. So, er war tatsächlich durch, hätte ich nicht gedacht, genau durch den Busch. Der ist ja wohl irgendwo hier aufgekommen. Naja, ist ein schwerer Schlag, ist mal weit. Na, so 180 Meter. Versuchen wir mal drauf zu kommen, aber der Ast ist ein bisschen im Weg, aber nehmen wir mal probieren. Ein klasse Schlag.
Der war im super Schlag, aber ein bisschen zu weit rechts. Aber war okay. Sehen wir mal einen Bunkerschlag. Leute, ich liege ja am Bunker, aber der liegt ziemlich an der Kante. Ich weiß nicht, ob man den Ball sieht. Ja, doch, sieht man. Ich muss leider ein bisschen schräg filmen, aber ist ja kein Problem. So. Kommt mein Dritter. Der war super. Der war sehr gut aus der Lage. Da kann man sich nicht beschweren über so einen Schlag. Ja, und dann versuchen wir mal diesmal das Paar zu retten. Bis gleich, Leute. So, Leute, jetzt kommt mein vierter Schlag hier. Und ich hoffe, man hört mich. Versuchen wir jetzt natürlich das Paar zu retten. Nein! Ganz knapp vorbei. Naja, der war wirklich ganz knapp. Naja, egal. Wieder eine 5. Boogie. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Loch, Leute. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir hier an Loch 1. Gerade Boogie wieder gespielt. Heute ist der Boogie-Tag. Und dann legen wir mal los. Naja, klar. Wieder links rein, ey. Mann, sorry Leute. Ich bin heute der Hookman, ey. Ganz ehrlich. Bis gleich. Ja, der liegt jetzt ungefähr wieder da vor dem Grün. Der war in Ordnung. So, Leute, jetzt kommt hier mein dritter. Ist ein schwerer Chip. Wir spielen jetzt auch übrigens mit Besserlegen auf dem Fairway und im Rough eigentlich auch. Das ist so schlammig alles, kann man besser legen. Ein schwerer Schlag, weil die Fahne so nah an dem Vorgrün und Fairway ist. Deswegen ist schwer zu spielen. Aber gucken wir mal. Und meine Schnursenkel sind kaputt. Hier. Zu weit. Mann, heute bin ich nicht in Form. Viel zu weit. So Leute, jetzt kommt mein Vierter hier. Jetzt versuchen wir mal das Paar zu retten. Nein, natürlich versuchen wir es die ganze Zeit. Aber bei dir, also, es sind so viele Blätter und alles. Dreck auf den Grün von den Regenwürmern. Aber ist egal, ist Herbst. So. Okay, der war jetzt, war auch nicht schlecht, aber ein bisschen zu lang, da sind Steine erwartet. Ich lege mir den ein bisschen weg. Wieder die 5. Alles okay, heute nur Boogies. Dann liegen wir jetzt, wir haben 3 Löcher gespielt, liegen wir jetzt 3 über. Bis gleich zum nächsten Loch. So Leute, jetzt sind wir hier an Loch 2. Es geht ein bisschen von links nach rechts das Loch. Also ist ein Feld nicht schlecht von links nach rechts. Und dann legen wir mal los.
was soll ich dazu sagen, Leute? Heute ist nicht mein Tag. Der ist vollkommen rechts. So, Leute, jetzt kommt hier mein zweiter. Da liegt der Ball. So weit rechts war der gar nicht. Hat wahrscheinlich noch nur ein paar Äste hier bekommen. Aber das ist in Ordnung. Geht noch. Entschuldigung. Ich hätte gedacht, der wäre eigentlich ein bisschen weiter rechts. Aber er geht noch. So. Eben die Blätter wegmachen. Bisschen besser legen. Im Winter darf man sowas. Im Sommer natürlich nicht, weil ich Turnier. Da macht man das natürlich nicht. Kein schlechter Schlag, nur ich weiß jetzt nicht leider, wo der liegt. Der müsste, wenn, im Bunker oder auf dem Grün sein. Eins von beiden. Oder im Rafter. Alles klar, Leute. Bis gleich. So, ich hab's ja gesagt, wenn ist er im Raff, wenn ist er auf dem Grün oder im Bunker. Und er ist natürlich im Bunker. Aber das macht ja nichts. Dann legen wir mal los. Ich hoffe, man sieht den Ball und die Fahne. Ich denke aber schon. Ich habe nochmal geguckt, wie es eigentlich da sein. Ja, heute ist wirklich alles möglich bei mir. Der ist jetzt in den anderen Bunker rein. Das gibt's nicht, Leute. Sonst bin ich wirklich immer besser. Aber heute soll es nicht sein. Naja, sehen wir uns im nächsten Bunker. Nein! Nein, Leute, der ist nicht im Bunker. Er ist in dem Raff hier. So, ich bin ja mit Besserlegen im Raff, deswegen. Aber er liegt trotzdem schlechter. Also ziemlich schlecht. Der hätte ich den sogar lieber fast im Bunker, wirklich. Weil guck mal, also das ist eine schwere Lage. Der war natürlich Weltklasse. Also der war sehr gut. Den gucken wir uns gerne nochmal an. Von nahen. Also aus so einer Lage den anderthalb Meter an die Fahne. Also da kann man mit leben. So Leute, ich mache dann nur mal hier einen kurzen Schnitt, weil ich den Putter noch holen muss. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Jetzt kommt dann mein, wartet mal eben, erster, zweiter, dritter, vierter, mein fünfter. Wow, wieder Boogie Time. Naja, Boogie Time. Okay, die Putts, die machen wir heute noch. Hauptsache die Putts fallen. Naja, bis zum nächsten Loch. Ciao. So Leute, jetzt sind wir hier am Loch 3. Ja, und es wird langsam dunkel. Wir haben zwar erst 20 vor 4, aber sind jetzt auch mehr Wolken gekommen. Ja, jetzt, wir liegen jetzt 4 über. Und ja, jetzt versuchen wir mal ein paar oder ein Birdie zu spielen. Weil das sieht ziemlich einfach eigentlich aus. Wartet mal eben, mal gucken, ob man den Ball überhaupt sieht. So, nochmal eben umstellen. So. Ja, es geht doch, Leute. Der liegt links vor dem Bunker, perfekt. So, jetzt spielen wir ein paar, kommt. Bis gleich. So Leute, jetzt kommt hier mein zweiter Schlag. Das war endlich mal heute der, sag mal so, der beste Abschlag. Das sind noch so 100 Meter bis zum Grün, bis zur Fahne. Ich nehme ein PW, ein Pitching Wedge. Ja, und dann geht's los. Schade, das war ein super Schlag, Leute. Der war schnurgerade, nur leider war der ein bisschen hoch. Und ich denke mal, der liegt wenn auf dem Grün oder kurz vor dem Grün. Bis gleich. So, Leute,
endlich haben wir jetzt eine Birdie-Chance. War ein super Schlag. Ich hätte nicht gedacht, dass der sogar noch zu lang ist, aber der war super. Und dann versuchen wir jetzt ein Birdie zu spielen. Aber Hauptsache ein paar. So. Ich möchte gerne mal wissen, wo der Ball aufgekommen ist. Ach, hier oben. Hatte sogar Backspin. So. Und dann versuchen wir jetzt mal das Birdie, ne? Nein! Leute, das gibt's nicht. Der wäre gefallen, guckt euch an. Der wäre locker gefallen. Naja. Ein Paar. Unser erstes Paar heute. Damit kann ich eigentlich ziemlich zufrieden sein. Ja. Der hätte auch gut fallen können zum Birdie. Aber war knapp vorbei. Eher gesagt zu kurz. Der wäre zwar gefallen. Aber naja, beim nächsten Mal vielleicht. Ciao. So, Leute. Wir haben jetzt insgesamt 5 Löcher gespielt, weil ich an der 17 angefangen habe. Jetzt sind wir an der 4. Und liegt 4 über, weil ich jetzt ein paar gespielt habe. Fast ein Birdie, wisst ihr ja. Naja, versuchen wir jetzt hier ein Birdie. Ein kurzes Paar 4. Ich glaube, ja, weiß ich jetzt nicht, wie lange das ist. 110 Meter oder so. Yes, Leute, der liegt sowas von an der Fahne. So, Leute, weil das heute mein bester Schlag, glaube ich, ist, werdet ihr den jetzt live sehen, wie ich da hinkomme. Dann kann ich euch noch ein bisschen was erzählen. Ja, Leute, ihr wisst ja, ich habe jetzt länger keine Videos mehr gemacht. Ne? Ich versuche natürlich immer mehr jetzt zu machen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, um zu drehen. Dann versuche ich euch mehr Videos zu drehen. Mein Gaming-PC kommt mir auch immer mehr entgegen. Also den werde ich mir jetzt demnächst auch holen. Oder eine PlayStation 4. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was besser ist. Natürlich ist ein PC eigentlich besser. Aber ich spiele auch sehr gerne Konsole. Sagt's einfach mal, schreibt in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen. Ja, und wen es interessiert, ich nehme heute am Samstag auf. Hier ist auf jeden Fall mein Ball. Der war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber geht natürlich besser. Aber wollen wir uns nicht beklagen. Ich werde es euch gleich zeigen, wenn ich den nächsten Abschlag aufnehme. Dann weiß ich das Datum. Alles klar, bis nachher. Ciao. Ah ne, ich lasse den jetzt erstmal laufen. Ihr wollt ja meinen Putt sehen, ne? Der war sogar zu lang. War ein 9er Eisen. Hier ist der aufgekommen. So, dann versuchen wir das Ding nochmal reinzumachen, ne? Yes, Leute.
endlich mal ein Birdie. Gestern Birdie gefallen. Jetzt liegen wir nach 6 Löchern 3 über. Jetzt geht's los, Leute. Bis gleich. Ciao. So, Leute. Ich habe gerade nachgeguckt. Heute ist der 15. Letzte Woche war der 9. Also der Sonntag war der 9. letzte Woche. Heute ist der 15. natürlich. Ja. Und mein Akku ist leider wieder leer. Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich mal aufnehmen kann. Wenn ich dann auf einmal nicht mehr aufnehme, dann kann ich leider nichts mehr sagen. Und dann werde ich das Video beenden und dann werde ich das aber nochmal nachschneiden. Also irgendwie nochmal, wo ich das sage, dass das leider zu Ende war. Ja, aber ich jetzt sage es erstmal schnell dann. Bombastiger Schlag. Bombastisch, Junge. Super, der Sieg, super. Bis gleich. So, Leute. Jetzt kommt hier mein zweiter, war ein super Abschlag. Wird noch 106 Meter ungefähr, 110. Ich nehme einen PW, ein Pitching Wedge diesmal. Ja. Versuchen wir an die Fahne. Oh no. Ach, viel zu lang. Und er ging sogar nach rechts. Der liegt im Raff am Grün. War eigentlich in Ordnung. Naja, bis gleich. Leute, jetzt kommt mein dritter. Ich saß mal von hier. Weil ich da hinten liege. So, jetzt los geht's. Der war sehr gut. Den brauche ich eigentlich nicht mehr packen. Aber mein Ball ist eben raff rausgekommen. Nicht offen grün, von daher. So, den machen wir einfach so rein. So. Pärchen gespielt. 7 Löcher, 3 über. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir hier am Loch 6. Jetzt kommt hier natürlich mein erster. Noch 7 Löchern, 3 über. Eigentlich okay. Wir haben uns gut zurückgekämpft, oder? Ja, haben wir. Wir haben uns gut zurückgekämpft. So. Und dann lege ich mal los. Ja, langsam wird es dunkel. Und mein Akku ist ja leer. Oder eher gesagt, fast leer. Ich habe nicht mehr richtig runterkommen gesehen, wenn im Bunker oder irgendwie davor, irgendwo oder daneben. Bis gleich, ciao. So, Leute, meine Karre steht da zwar hinten, aber hier ist mein Ball. Oh, guck mal, wie dreckig der ist. So, egal, sonst geht die Batterie leer. Die spielen wir jetzt einfach. Ich habe zwar den Baum getroffen, aber der müsste, glaube ich, noch ganz gut liegen auf dem Fairway vielleicht sogar. Bis gleich, Leute. So, Leute, sind noch so ungefähr 180 Metern, liegt im Rasen, nicht auf dem Fairway. Bin ein bisschen vertan, aber ist ja fast. Ist ja egal. So, 180 Meter bergauf, ganz schön bergauf. Gucken wir mal, wo er hinfliegt. Yeah. Was ein geiler Schlag, Leute. Der müsste vielleicht sogar auf dem Grün liegen oder rechts ein bisschen davon. Bis gleich! So, Leute, jetzt kommt hier mein vierter. Ich hatte gedacht, der wäre länger, aber ist natürlich auch kalt, nasskalt. Wir fliegen die nicht mehr so lange wie im Sommer. Aber okay, kommt mein vierter. Ja, war ganz okay. Kann man reinmachen zum 5. Bis gleich! So, Leute, jetzt kommt hier mein fünfter. Nur der Ball ist ganz dreckig, ich habe leider auch nicht, weil das meine zweite Tasche ist. Nicht ein Handtuch dran, habe ich vergessen. Aber egal, versuchen wir es trotzdem. Ja, ich kann heute machen, was ich will. Heute geht's mit dem Putten. Also Putten klappt heute. Ja, und dann sehen wir uns gleich am letzten Loch bei der Under 7. Bis gleich, ciao, freue ich mich, ciao. So, Leute, jetzt sind wir am letzten Loch für heute. An der 7, dann haben wir, wenn wir das fertig haben, 9 Löcher gespielt. Das ist eigentlich ganz okay. So,
wird auch dunkel. Von daher ist das okay. Eigentlich ein sehr guter Schlag, nur ein bisschen zu lang. Aber wieder ein Chip und ein Putt ist auch ein paar. Bis gleich. So Leute, jetzt kommt mein zweiter hier auf den Par 3 an der 7. Ja. Alles voller Sand. Wir haben hier gesandet. Aber. Okay, der war ganz in Ordnung. Da war ziemlich viel Sand. Aber ist okay. So, versuchen wir das Paar zu retten. Geht ein bisschen nach links ab. Wir können heute machen, was ich will. Ich kann heute machen, was ich will. Es fallen alle Putts. Ja, okay, nur die kurzen halt fallen. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben jetzt 9 Löcher gespielt und 3 drüber. Das ist in Ordnung. Dafür habe ich aber ziemlich schlecht angefangen, aber haben ja noch ein Birdie gespielt und jetzt ziemlich viele Pars. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Haut rein. Ciao.